Hallöchen, in diesem Video beschäftigen wir uns mit der elektromagnetischen Induktion aus dem Bereich der Elektrizitätslehre. Um das Thema bestmöglich zu verstehen, ist es von Vorteil, sich zuerst mit der Lorentzkraft, der Lenzschen Regel und dem elektrischen Feld auseinanderzusetzen. Früher nahmen Physiker an, dass sowohl der elektrische Strom als auch das magnetische Feld unterschiedliche Phänomene waren, bis ein dänischer Physiker namens Hans Christian Ørsted im 18. Jahrhundert herausfand, dass ein stromdurchflossener Leiter immer von einem magnetischen Feld umgeben war. Der Elektromagnetismus war geboren, eine Vereinigung der Elektrizität mit dem Magnetismus. Und die sogenannte elektromagnetische Induktion, die wir in diesem Video behandeln werden, wurde von dem englischen Experimentalphysiker Michael Faraday im Jahr 1831 entdeckt. Schauen wir uns bei einem sogenannten Leiterschaukelversuch zwei Fälle der Induktionsentstehung an. Wir haben hier einen Magneten in Form eines Hufeisens mit einem Nordpol und einem Südpol. Die Feldlinien verlaufen per Definition zum Südpol. Sie sind in der Innenseite des Magneten homogen, sprich gleichmäßig. In unserem Versuch ist die magnetische Flussdichte nach oben gerichtet, da sich dort der Südpol befindet. Bringen wir nun einen stromdurchflossenen Leiter hinein, dann stellen wir dessen Auslenkung fest. Die Frage ist jetzt, warum wird der Leiter ausgelenkt? Nun, das liegt an der sogenannten Lorentzkraft. Eine Kraft, die auf geladene Teilchen wirkt, welche sich in einem Magnetfeld befinden. In unserem Fall haben wir ein Metall, welches frei bewegliche Elektronen in sich trägt und genau weil sie geladen und frei beweglich sind, wirkt auf sie eine Lorentzkraft. Okay, gut, der Leiter wird ausgelenkt, weil auf seine Elektronen eine Kraft einwirkt. Aber die Kraft wirkt ja nicht in alle Richtungen, sondern nur in eine. Wie kann man denn die Auslenkrichtung bestimmen? Nun, die Richtung der Kraft kann man mit der sogenannten Drei-Finger-Regel bestimmen. Für negative Ladungen, also den Stromfluss von Minus zum Pluspol, verwenden wir die linke Hand. Für positive Ladungen, bzw. für die technische Stromrichtung, also den Stromfluss von Plus nach Minus, die rechte Hand. In unserem Fall fließen negativ geladene Elektronen, also nehmen wir die linke Hand. Der Daumen zeigt in Richtung der Ursache. Die Ursache ist in diesem Fall der elektrische Strom. Der Zeigefinger zeigt in Richtung des Magnetfelds und die Lorentzkraft wirkt in Richtung des Mittelfingers, also in diesem Fall nach innen. Gut, wenn wir in der Lage sind, mithilfe des Magnetfelds und des Stroms eine Lorentzkraft zu erzeugen, dann könnten wir doch mal auch versuchen, mithilfe des Magnetfelds und der mechanischen Kraft einen Stromfluss zu erzeugen. Jetzt wenden wir eine mechanische Kraft an, indem wir mit der Hand die Leiterschaukel auslenken. Und wie ihr sehen konntet, unsere Lampe leuchtete kurz auf. Auf diese Weise entstandenen Strom bezeichnet man als Induktionsstrom. Wenn wir anstatt der Lampe ein Spannungsmessgerät nehmen, dann würden wir eine Induktionsspannung messen. Also, wir haben den Leiter nach außen ausgelenkt. Das ist unsere Ursache, unsere angewandte mechanische Kraft. Das Magnetfeld haben wir ja nicht verändert, es zeigt immer noch nach oben. In welche Richtung bewegen sich nun die frei beweglichen Elektronen? Dazu wenden wir unsere wohlbekannte Drei-Finger-Regel an. Der Daumen in Richtung, in die wir die Ladungen bewegen, das war unsere mechanische Auslenkung, der Zeigefinger in Richtung des Magnetfelds und der Mittelfinger zeigt uns die Lorentzkraft an. Nur so nebenbei, die Lorentzkraft wirkt zwar sowohl auf positive als auch auf negative Ladungen, es können sich aber nur freie Elektronen bewegen. Positive Atomkerne sind dagegen ortsgebunden und können nicht verschoben werden. Auf dieser Seite fehlen uns die Elektronen, aufgrund dessen wir hier einen Elektronenmangel haben. Auf der anderen Seite dagegen, weil die Elektronen hierhin verschoben wurden, einen Elektronenüberschuss. Lenken wir den Leiter nach innen aus, so fließt der Strom in entgegengesetzte Richtung. Erst die Bewegung des Leiters erzeugt eine Lorentzkraft. In welche Richtung der Leiter bewegt wird, ist dabei für die Erzeugung der Induktion entscheidend. Was denkst du, wird die Lampe aufleuchten, wenn ich die Leiterschaukel nicht nach außen oder nach innen bewege, sondern seitlich heraus aus dem Magnet? Wende doch mal die Drei-Finger-Regel an.
Wenn wir den Leiter in diese Richtung auslenken, während das Magnetfeld nach oben zeigt, dann würde der Strom doch gar nicht fließen können, weil die Lorentzkraft auf die Ladungen nicht entlang des Leiters wirken würde, sondern quer zum Leiter. Wir würden also nur eine leichte Ablenkung nach innen feststellen, jedoch keinen Induktionsstrom. Die Lampe würde in diesem Fall nicht aufleuchten. Bei einer Bewegung parallel zum Magnetfeld kommt es überhaupt zu keiner Lorentzkraft, nicht mal quer zum Leiter. Bei dieser Parallelbewegung haben wir also weder eine Kraft noch einen Strom. Kraftwirkung findet nur dann statt, wenn der Leiter die Feldlinien während seiner Bewegung sozusagen schneidet. So zum Beispiel wird eine Kraftwirkung erzeugt und so nicht. Fassen wir nochmal unsere Ergebnisse kurz zusammen. Auf bewegte Ladungen wird eine Lorentzkraft ausgeübt, dessen Richtung mit der Dreifingerregel bestimmt werden kann. Bei dieser Versuchsanordnung wird elektrische Kraft, der Stromfluss, in mechanische Kraft, die Auslenkung, umgewandelt. Auf diesem Prinzip beruht der Elektromotor. Bei der zweiten Versuchsanordnung haben wir die Leiterschaukel selbst mit der Hand ausgelenkt und als Ergebnis einen Stromfluss bekommen. Hier wurde also die mechanische Kraft, Auslenkung mit der Hand, in elektrische Kraft, den Stromfluss, umgewandelt. Auf diesem Prinzip beruhen Generatoren. Dabei ist es völlig egal, ob sich der Leiter selbst oder der Magnet bewegt. Es kommt nur auf die Relativbewegung an. Im weiteren Verlauf werden wir noch eine andere Art der Erzeugung einer elektromagnetischen Induktion kennenlernen. Aber lasst uns zuerst eine mathematische Formel zusammenbasteln, mit der wir die Induktionsspannung bestimmen können. Dazu brauchen wir zwei hoffentlich für euch bekannte Formeln. Einmal die Formel für die elektrische Kraft, Q mal E, wobei das kleine Q die Ladung ist und groß E die elektrische Feldstärke. Und noch die Formel für die Lorentzkraft, Q mal V mal B. Q ist ebenfalls die Ladung, V die Geschwindigkeit dieser Ladung und B die magnetische Flussdichte. An der Lorentzformel kann man sehen, dass sie von der Geschwindigkeit und von der magnetischen Flussdichte abhängt. Je stärker das Magnetfeld und je schneller wir die Leiterschaukel mit den Ladungen bewegen, desto größer ist die resultierende Lorentzkraft. Da wir einen Permanentmagneten verwendet haben, der eine konstante magnetische Flussdichte besitzt, können wir diesen Wert erstmal außer Acht lassen. Bei keiner Bewegung des Leiters wirkt dementsprechend noch keine Kraft auf ihn. Sobald wir aber die Leiterschaukel in Bewegung versetzen, entsteht in ihrem Inneren ein relativ homogenes elektrisches Feld, was eine elektrische Kraftwirkung auf die einzelnen Ladungen zufolge hat. Diese elektrische Kraftwirkung wirkt entgegen der Lorentzkraft. Sie ist bestrebt, positive Ladungen mit den negativen Ladungen zusammenzubringen. Ich hoffe, du kannst dich noch an das Coulomb-Gesetz erinnern. Positive und negative Ladungen ziehen sich gegenseitig an. Jedenfalls haben wir zwei Kräfte, die einander entgegenwirken. Bei einer konstanten Bewegung bildet sich ein Kräftegleichgewicht. Somit können wir beide Kraftformeln gleichsetzen. Die Ladung Q kürzt sich weg. Die elektrische Feldstärke ist dabei die Spannung geteilt durch den Abstand der Punkte, zwischen denen eine Spannung besteht. In unserem Fall sind es zwei Leiterenden. Somit ist die elektrische Feldstärke in unserem Versuch der Quotient aus der Induktionsspannung und der Leiterlänge. Jetzt nur noch nach der Induktionsspannung umformen und wir sind fast fertig, aber nur fast. Kannst du dich noch an die Lenzsche Regel erinnern? Die besagt nämlich, dass der Induktionsstrom so gerichtet ist, dass er der Ursache seiner Entstehung entgegenwirkt. Bei einer Auslenkung der Leiterschaukel nach außen fließt der Induktionsstrom in diese Richtung. Dieser induzierte Stromfluss, wenn wir die Dreifingerregel nochmal anwenden, erzeugt eine Kraft, die unserer Auslenkung entgegengerichtet ist, nämlich nach innen. Ohne Berücksichtigung der Lenzschen Regel würden wir schlicht und ergreifend den Energieerhaltungssatz verletzen. Und das darf man nicht in der Physik. Es sei denn, du bist ein Rebell. Wie auch immer, jedenfalls kommt noch ein Minuszeichen in unsere Formel. Betrachten wir mal die elektromagnetische Induktion aus einer etwas anderen Perspektive. Wir haben hier zum einen eine Leiterschleife, die an ein Spannungsmessgerät angeschlossen ist. Zum anderen ein homogenes, konstantes Magnetfeld, welches in die Ebene hineinwirkt. Bewegen wir nun die Leiterschleife in das Magnetfeld, dann erfahren ihre Ladungen eine Lorentzkraft, welche eine Spannung an der rechten und linken Seite der Leiterschleife erzeugen. Natürlich nur erst dann, wenn die Seite sich im Magnetfeld befindet.
Wenn die beiden Seiten gleichzeitig im Magnetfeld sind, dann hebt sich der Ladungsunterschied auf und dementsprechend wird keine Spannung induziert. Eine Bewegung der Leiterschleife ins Magnetfeld hinein hat zur Folge, dass sich die sogenannte wirksame Fläche vergrößert. Das ist die Fläche der Leiterschleife, die vom Magnetfeld erfasst wird. Sie hat eine Länge L und eine Breite Delta S. Diese Fläche finden wir in unserer erstellten Induktionsformel wieder, denn die Geschwindigkeit ist Strecke pro Zeit, Delta S geteilt durch Delta T. Multiplizieren wir Delta S mit der Länge der Leiterschleife, so erhalten wir diese wirksame Fläche. Erhöhen wir die Windungszahl, in unserem Fall sozusagen die Anzahl der übereinander gestapelten Leiterschleifen, so erhöht sich die induzierte Spannung additiv. Das heißt, wir addieren die Induktionsspannung der ersten Schleife mit der zweiten, dritten, vierten und so weiter, je nach Anzahl der Leiterschleifen. Bauen wir diese Proportionalität der Induktionsspannung und der Windungszahl vollständigkeitshalber in unsere Formel ein. Was sagt nun diese angepasste Formel aus? Ändert sich die wirksame Fläche der Leiterschleife mit der Windungszahl n in einem bestimmten Zeitraum, dann wird eine Spannung induziert. Dabei ist es völlig egal, ob die wirksame Fläche durch eine Bewegung zunimmt oder durch eine Verkleinerung bzw. Vergrößerung der Leiterschleife. Und nochmal ganz wichtig, nicht die Größe der wirksamen Fläche ist entscheidend, sondern die Schnelligkeit der Änderung. Ist noch nicht ganz verständlich, ne? Gut, machen wir ein kurzes Beispiel. Wenn sich die Leiterschleife während ihrer Bewegung komplett im Magnetfeld befindet, wird dann eine Spannung induziert? Nein, natürlich nicht, denn die wirksame Fläche bleibt konstant, sie ändert sich nicht. Erst wenn die Leiterschleife aus dem Magnetfeld bewegt wird, erst dann wird eine Spannung induziert, erst dann ändert sich die wirksame Fläche. Also nochmal, die Änderung ist entscheidend, nicht die Größe der wirksamen Fläche. Was ist aber, wenn die Leiterschleife nicht senkrecht auf dem Magnetfeld steht? Dann muss natürlich auch der Winkel berücksichtigt werden. Die wirksame Fläche unter dem Winkel ist L mal Delta S mal Cosinus Alpha. Eine elektromagnetische Induktion kann aber nicht nur durch eine Änderung der wirksamen Fläche bzw. durch eine Bewegung erzeugt werden. Es ist auch möglich, sie zu erzeugen, indem wir die magnetische Flussdichte ändern. Auch hier ist wichtig zu wissen, die Änderung ist entscheidend. Hier sehen wir eine unbewegte Leiterschleife, die an einer Lampe angeschlossen ist. Die Erhöhung der magnetischen Flussdichte lässt die Lampe kurz aufleuchten. Dieses Phänomen lässt sich mit der Formel beschreiben, minus n mal a mal Delta B geteilt durch Delta T. Der Unterschied zu unserer vorherigen Formel ist, dass die Fläche jetzt konstant bleibt und die magnetische Flussdichte Delta B sich ändert. Warte mal, Laura. Die beiden Formeln lassen sich zu einem sogenannten Induktionsgesetz zusammenfassen. Dieses Gesetz berücksichtigt sowohl die Änderung der Fläche als auch die Änderung der magnetischen Flussdichte. Dazu ist der sogenannte magnetische Fluss da, mit dem Buchstaben Groß Phi. Ändert sich die Fläche und der Magnet bleibt konstant, dann gilt für den magnetischen Fluss Delta A mal B. Ändert sich aber das Magnetfeld und die Fläche bleibt konstant, dann gilt Delta B mal A. Und wenn sich gleichzeitig sowohl das Magnetfeld als auch die Fläche ändern, dann ist Phi gleich Delta A mal B plus Delta B mal A. Magnetischer Fluss hat übrigens die Einheit Weber bzw. Voltsekunde. So, das war's. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, dann stell sie in den Kommentaren. Wenn ich dir wenigstens ein bisschen helfen konnte, dann gib dem Video bitte einen Daumen hoch. Und falls du an meinen zukünftigen Videos interessiert bist, dann hast du die Möglichkeit, mich kostenlos zu abonnieren. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.